Moin! Ich begrüße euch zu meinem Talk, der Baumbilanzen befreien heißt. Das ist ein Thema, das mich eine Weile schon begleitet. Das ist die Bergedorfer Zeitung tatsächlich von 2022. Die ist symbolisch für die Bergedorfer Zeitung von 2021, wo ich bei meinen Eltern war, in Hamburg-Bergedorf. Und in der Lokalzeitung stand, dass im Stadtteil mal wieder mehr, im vergangenen Jahr, mehr Bäume gefällt wurden, als gepflanzt wurden. Und haben wir so drüber geredet. Und ich dachte mir, das kann nicht so schwer sein, rauszufinden, ob das normalerweise so ist und ob das in allen Städten so ist, ob das für ganz Hamburg so ist. Und wie das dann so ist, habe ich dann irgendwie eine Frag-den-Staat-Anfrage in Lübeck und in Hamburg gemacht und habe mir gedacht, dann finde ich das jetzt raus. Super. Das Problem ist natürlich, von zwei Städten zu wissen, wie das so ist mit den Baumfällen und den Baumpflanzen, ist irgendwie noch keine so richtig gute Datenbasis. Und Google hat irgendwie ergeben, mal eben kriegt man auch keine gute Datenbasis. Also habe ich mir gedacht, naja, man kann ja mehr Fragen stellen und bin in so ein Rabbit Hole gefallen, was Baumbilanzen angeht, aus dem ich vielleicht langsam rauskrieche, man wird es sehen. Und auf jeden Fall möchte ich einen kleinen Zwischenstand liefern, was in den vergangenen knapp anderthalb, zwei Jahren passiert ist. Und die strukturiert sich so, diese Zwischenbilanz. Erstmal wollen wir über die kleine Frage, eigentlich sind es zwei bis drei Fragen, die ich hatte, reden. Dann rede ich ein bisschen über Stadtbäume und was ich über sie gelernt habe in der ganzen Zeit. Genau, gibt da so ein bisschen Kontext. Dann kommen wir zu den Zahlen, die ich von den ganzen Städten bekommen habe beim Fragen. Also was ich konkret rausgefunden habe, was nicht irgendwie im Internet schon bekannt war über Stadtbäume. Es kommt dann so ein bisschen Kontext, weil diese Verwaltungen und Umweltämter antworten nicht einfach nur, hier sind die Zahlen, die sie wollen. Sie erklären auch gerne, was das für Zahlen sind und warum. Und sie erklären einem dankenswerterweise auch Sachen, von denen sie ganz viel Ahnung haben und ich nicht. Und dabei stellt sich dann heraus, dass natürlich alles viel komplizierter ist, als man denkt. Das ist ja eigentlich immer so, wenn man keine Ahnung hat von einem Thema und sich in irgendein Thema reinwüselt, dann stellt man fest, die Experten verstehen das viel besser und es ist komplex. Und Komplexität ist gut, also versuche ich zu erklären, warum das komplex ist, soweit ich es dann halt verstanden habe. Am Ende kommt der etwas amüsante Teil, da reden wir mal darüber, was passiert, wenn man sehr viele Frag-den-Staat-Anfragen stellt und wie da so die Reaktionen sind. Und dann habe ich noch so einen kurzen Future-Work-Abschnitt, Ideen, die ich hätte für zukünftige Projekte, die wahrscheinlich alle nicht meine sein werden, also falls sich da jemand inspiriert fühlt. Es wird Quellen und Referenzen geben, sie werden normalerweise hier unten in der Ecke zu sehen sein. Die Zahl jeweils kann man dann auflösen auf der Website, die ich da habe. Da habe ich die ganzen Referenzen einmal aufgelistet. Da gibt es auch weitere Infos, da gibt es auch einen Link zu einem Git-Repo, wo ich die ganzen Daten, die ich bekommen habe, sofern ich kann, als CSV erstmal nur, weil ich noch keine Zeit hatte für bessere Dinge, zur Verfügung stelle. Das wird alles noch ausgefeilter, aber bisher war dafür nicht die Zeit. Deadline für alles ist der 1.5. gewesen. Frag den Staat an Fragen, die später beantwortet wurden, wurden für diese Präsentation nicht berücksichtigt. Sorry, Fulda, aber 153 Werktage sind eigentlich auch genug. Ist nicht nur Fulda, aber Fulda ist einer davon. Genau. Ich hatte eine kleine Frage, zwei bis drei kleine Fragen, und die sehen so aus, bei Frag den Staat, wenn man sie sich anguckt. Und zwar hätte ich gerne die Anzahl der Baumfällungen, aufgeschlüsselt nach Jahren im Stadtgebiet, und die Anzahl der Baumpflanzungen, aufgeschlüsselt nach Jahren im Stadtgebiet, am liebsten von 2016 an. 2016 ist, weil ich 21 begonnen hatte, und das hieß, die haben wahrscheinlich die Daten von 2020 schon, dann kriege ich 5 Jahre, das fand ich irgendwie eine solide Gruppe von Jahren, wie viel wurde gepflanzt, wie viel wurde gefällt, das erschien mir erstmal irgendwie ganz gut. Wenn ich mehr kriegen kann, auch cool. Manchmal hatte ich noch eine dritte Frage, nämlich wie viele Bäume habt ihr eigentlich im Kataster? Das kann man normalerweise ergoogeln. Sehr viele Seiten schreiben das einfach auf ihre Seiten ihres Naturschutzamtes oder so drauf. Lokalzeitungen lieben es auch, darüber zu berichten, wie viele Bäume es gibt. Das heißt, man findet meistens irgendwelche Zahlen. Wenn ich keine finden konnte, habe ich versucht, dran zu denken, nachzufragen. In Deutschland gibt es 11.000 Gemeinden und 2058 Städte. Das sind ein bisschen zu viele, um sie alle zu fragen. Also habe ich mir die Frage gestellt, wen möchte ich denn nun eigentlich fragen? Und der erste Schritt war dann vielleicht fragen wir die 100 größten Städte in Deutschland. Das sind diese hier. Nun ist Baumschutz, ich greife da mal so ein bisschen vor, nicht vernünftig über Bundesgesetze geregelt, sondern das Bundesgesetz delegiert an die Landesgesetze, die an die Gemeinden und Kommunen und so weiter runter delegieren. Das heißt, man möchte zumindest versuchen, die Länder einigermaßen gleich verteilt abzudecken, um rauszufinden, ob es irgendwelche Spezifika gibt, ob irgendwas in welchen Ländern besonders gut läuft
und besonders schlecht läuft. Und wenn man jetzt auf diese Karte guckt, dann sieht man vielleicht, dass die Verteilung auf die Länder nicht optimal ist, sondern nämlich so. Unter den 100 größten Städten sind irgendwie etwa ein Drittel in NRW. Das ist nicht gut. Also habe ich mir gedacht, die Liste muss ein bisschen größer. Und zwar muss die Liste ungefähr so. Ich hätte gerne von allen Flächenländern mindestens 10. Völlig beliebig, aber dann hat man irgendwie eine gewisse Menge an Städten pro Land. Das kommt dann zu dieser Liste. Mir ist klar, dass man sich das hier nicht durchlesen kann, aber für die Aufzeichnung hat man die exzellente Gelegenheit zu gucken, ob die eigene Stadt dabei ist. Es ist nach Größe sortiert. Genau, das ist mehr so ein grafisches Element vielleicht als ein informationelles. Genau, das war also die Liste von Städten, die ich gerne fragen wollte. Und irgendwie habe ich dann aus Versehen an zwei oder drei Stellen habe ich noch mehr Städte gefragt. Ich weiß nicht mehr warum, aber das hier ist die tatsächliche Verteilung von Städten, wie ich sie dann angefragt habe. Also NRW ist jetzt noch mehr überrepräsentiert. Tja, passiert. Whatever. Auf jeden Fall sind alle so ein bisschen dabei. Es soll um Bäume gehen. Und die Frage ist vielleicht, warum interessieren uns Bäume? An und für sich denke ich, ist es überhaupt nicht zweifelhaft, dass Bäume wichtig sind. Zentral hört man von Bäumen häufiger mal im Kontext von Klimawandel und Sauerstoffproduktion. Das wird kein ganz so großes Thema bei uns sein, denn bei uns geht es um Stadtbäume. Das ist sozusagen ein Subset von allen Bäumen, nämlich die Bäume, für die die Stadt zuständig sind. Um die Differenz noch ein bisschen genauer zu machen, gucken wir uns jetzt hier mal ein grünes Quadrat an. Und dieses grüne Quadrat repräsentiert die ungefähr 8 Millionen Bäume, die in Hamburg stehen, im Stadtgebiet Hamburg. Gut 8 Millionen. Von denen interessieren uns nicht alle die dunkelgrünen hier, denn die stehen in den Wäldern in Hamburg. Forstwirtschaft ist auch eine Sache, die Städte relativ intensiv betreiben, auch weil Holz ein wertvolles Gut ist und natürlich auch aus Naturschutzgründen. Aber da gibt es üblicherweise keinen konkreten Bestand. Also Hamburg schätzt halt auf gut 8 Millionen, aber niemand geht tatsächlich jeden einzelnen Baum in einem Wald zählen. Es gibt die alle 10 Jahre durchgeführte Bundeswaldinventur, die einen eigenen Talk verdient hätte. Die ist fantastisch. Aber das heißt, wenn du konkret die Leute fragst, wie viel fällt ihr, wie viel pflanzt ihr, wie viele Bäume habt ihr, dann ist der Forst eigentlich überall, ich habe keine Ausnahme gefunden, ausgeschlossen. Das sind über 80% der Bäume in Hamburg. Dann gibt es dieses blaue Kästchen, dessen Größe ich mir ausgedacht habe. Ich habe einfach mal beschlossen, es ist die Hälfte vom Rest. Das sind Bäume auf privaten Grundstücken. Da weiß niemand so genau, wie viele es gibt, weil du einfach einen Baum pflanzen darfst, was ja auch okay ist. In den meisten, aber auch nicht allen Kommunen und Städten musst du unter Umständen für das Fällen eines Baumes auf privatem Grundstück trotzdem eine Genehmigung einholen. Das heißt, es gibt da gegebenenfalls Zahlen über die Menge an Genehmigungen. Üblicherweise wird nicht nachverfolgt, ob du diese Genehmigung wahrnimmst. Das heißt, der Anteil an Privatbäumen ist ein bisschen ein Rätsel. Der Rest ist, was uns heute interessiert, die Stadtbäume. Die Stadtbäume teilen sich nochmal auf in zwei verschiedene Sachen. In Hamburg übrigens ungefähr 800.000, Stand 2022. Und zwar in die Straßenbäume, hier in hellgelb. Und die restlichen Stadtbäume. Straßenbäume sind, wie der Name sagt, Bäume am Rand von Straßen. Manchmal auch am Rand von Wegen. Das ist so ein bisschen, wie man es halt definieren möchte. Und die interessieren Kommunen aus einem sehr einfachen Grund, weil sie nämlich verkehrssicherungspflichtig sind. Es gibt, das habe ich aus einer Handreichung des Landes Baden-Württemberg, keine gesetzlichen Vorgaben, wie diese Verkehrssicherungspflicht durchgeführt wird. Aber jede Stadt, jedes Land, jede Kommune, wer auch immer einen Baum hat, auch Privatpersonen, müssen sich in irgendeiner Weise darum kümmern, dass wenn eine Straße oder ein Weg unter ihren Bäumen entlang führt, dass nicht ständig Leuten Bäume auf den Kopf fallen. Und weil das festgeschrieben ist, haben sich Städte überlegt, wie sie das machen wollen. Und eine Möglichkeit, das irgendwie vernünftig zu machen, ist, dass sich mal jemand hinsetzt und aufschreibt, welche Bäume man denn so hat. Irgendwie eine lange Liste macht und sich aufschreibt, wieso deren Zustand ist und wo die eigentlich stehen und wann das letzte Mal jemand das kontrolliert hat. Und zack, hat man ein Baumkataster. So sieht so ein Baumkataster aus, wenn man es veröffentlicht. Das ist das der Stadt Hamburg, das mir irgendwie ein Stück nach unten gerutscht ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Genau, aber Hamburg publiziert jährlich einen Open-Data-Datensatz mit dem Baumkataster, das sie besitzen. Wenn man ein bisschen ranzoomt, sieht das so aus. Man kann recht gut sehen, dass es ein Straßenbaumkataster ist. OpenStreetMap kennt Bäume da in den Parks, die das Kataster nicht hat.
Und das haben viele Städte einfach wegen ihrer Verkehrssicherungspflicht. Es gibt aber einen zweiten Grund, warum es potenziell eine gute Idee ist, sich mit seinen eigenen Bäumen zu beschäftigen als Stadt oder Kommune. Und das kommt vom Paragraph 29 Bundesnaturschutzgesetz, welches es ermöglicht, sogenannte geschützte Landschaftsbestandteile zu definieren. Das delegiert das runter in die Länder. In Schleswig-Holstein das Landesnaturschutzgesetz, das über Paragraph 18 die ganze Sache in die Kommunen delegiert, die sich dann überlegen können, wie sie das machen. Und wenn sie also geschützte Landschaftsbestandteile definieren wollen, dann können sie zum Beispiel definieren, was ein schützenswerter Baum ist. Und das tun sie üblicherweise in einer Baumschutzsatzung. Es gibt zum Beispiel auch Forstschutzsatzungen, die sind oft getrennt davon, manchmal aber auch gemeinsam. Genau, viele Städte haben sich so eine Baumschutzsatzung gegeben, sie müssen aber normalerweise nicht. Darin definieren sie dann, was ein schützenswerter Baum ist. Und das ist effektiv, was für eine Kommune dann ein Baum ist. Weil wenn er nicht schützenswert ist, kommt er wahrscheinlich auch nicht ins Kataster. Und dann weiß die Kommune auch eigentlich nicht, dass er existiert. Genau. Und das ist auch meistens so ein bisschen, wann darfst du ihn fällen? Und sind gegebenenfalls für bestimmte Größen Ersatzpflanzungen erforderlich? Das alles regelt diese Sache. Und als Beispiel, ich denke, es ist nicht sinnvoll, das vorzulesen, ist hier mal die Definition der Stadt Oranienburg. Da kann man erkennen, was ein Baum ist, ist nicht immer ganz einfach. Also A hängt es davon ab, wie auf 1 Meter Größe Höhe bestimmte Durchmesser sind und so. Aber dann unabhängig davon auch, wenn er als Ersatzmaßnahme aufgrund einer anderen Fällung gemacht wurde, dann ist der Durchmesser egal, er ist auf jeden Fall ein Baum. Das heißt, was du da in deinem Kataster hast, gewinnt gewisse Komplexität vermutlich, je nach Definition, die du in deiner Baumschutzsatzung gewählt hast. Auch bei den Ersatzpflanzungen gibt es interessante Konstrukte, die sich manche Städte bauen. Ich habe mir hier Elmshorn rausgeschrieben, die bei Fällungen nur Nachpflanzungen erfordern, wenn es aus Baumaßnahmen oder Verkehrsberuhigung, zumindest keine, wenn der Baum krank war oder ein sogenannter Gefahrenbaum war, also zum Beispiel den Verkehr gefährdet hat, dann ist keine Ersatzpflanzung notwendig. In allen anderen Fällen ist in Elmshorn eine Ersatzpflanzung notwendig. Also auch da kann es beliebig komplex werden. All das ist den Kommunen weitestgehend freigestellt in ihrer Baumschutzsatzung. Es gibt laut einer Nature-Studie 3,4 Billionen Bäume weltweit. Davon gibt es 90 Milliarden, das ist die Bundeswaldinventur in Deutschland, 2012. Man weiß demnächst wahrscheinlich, glaube ich, wie viele ist. Ich glaube, die 22er sind noch nicht raus, die Daten. Ne? Also insofern demnächst wissen wir mehr. Aber letzter Stand 90 Milliarden Bäume in Deutschland. Das sind also 2,65% des weltweiten Baumbestands. Nach einer Schätzung, die ich nachher noch begründen werde, behaupte ich, es gibt ungefähr 60 Millionen Bäume, also die Stadtbäume sind in Städten. Das wären dann also 0,07% der Bäume in Deutschland und 0,002% der Bäume weltweit. Das heißt, worüber wir wahrscheinlich nicht reden, ist die Sauerstoffproduktion, um den Klimawandel zu stoppen. Dafür könntest du alle Bäume in Städten abholzen, ist egal. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum interessieren uns Bäume in Städten? Und glücklicherweise muss ich diese Frage überhaupt nicht selber beantworten, weil nämlich jede Stadt eine Website hat, die es dir erklärt. Hier ist zum Beispiel Potsdam. Potsdam erklärt uns, dass sie ein Ausdruck von Lebensqualität sind, Kontraste setzen, eine ökologische Funktion haben, Lebensraum für Organismen, Bakterien und Pilze sind, das Mikroklima verbessern, Luftfeuchtigkeit, Wind, Lärm, Staubfilterung, Kohlendioxid verbrauchen, Sauerstoff spenden und Schatten tun sie auch noch. Voll cool, diese Bäume. Danke, Potsdam. Kiel weiß das auch. Genau, hier heißt das Mikroklima Kleinklima, aber ansonsten haben sie ungefähr dieselbe Information bereit. Die Wohlfahrtsfunktion kann man googeln. Das ist ein fantastischer Begriff. Ich habe auch zuerst gedacht, da ist die Autokorrektur mit ihnen durchgegangen und es wäre die Wohlfühlfunktion. Ist nicht so. Das ist einfach, wie das soll. Genau, hier haben wir noch Bielefeld, die einen Baum für einen Alleskönner halten. Genau, der Sichtschutz ist, glaube ich, hier neu und der Raumbildner. Und ich besonders schön fand ich, dass der nächste Satz ist, in Bielefeld gibt es seit 2002 keine Baumschutzsatzung mehr. Du kannst also machen, was du willst. Genau, das sind so verschiedene Dinge, die ich gefunden habe. Es hört überhaupt nicht auf, was Bäume alles können. Insofern spannend fand ich tatsächlich, dass die Autofahrern in Alleen verhelfen, den Straßenverlauf zu erkennen. Das heißt, grundsätzlich müsste die Anzahl an Unfällen in Alleen eigentlich geringer sein. Ich vermute aber, wenn sie stattfinden, dann sind sie halt schlimmer, weil da ein Baum steht. Aber genau, also wir haben hier alles Mögliche. Bäume sind offensichtlich irgendwie
relevant. Es gibt also offensichtlich sehr gute Gründe für jede Stadt, ihren Baumbestand zu erhalten, zu schützen oder sogar auszubauen. Und das wissen Städte grundsätzlich auch. Denn was städtische Websites auch sehr gut können, ist dir sagen, wie wichtig sie das finden und was sie da alles tun werden. Die Stadt Aachen zum Beispiel sagt, dass sie eine Dekade der Straßenbäume braucht und mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken möchte. Und da helfe ich natürlich sehr, sehr gerne. Sie sehen sich da mit einem politischen und auch naturwissenschaftlichen Auftrag. Und auch, denke ich, eine starke Aussage ist, dass sie die Anpassung an den Klimawandel nur mit einer positiven Baumbilanz schaffen können. Cool. Chemnitz hat es auch verstanden und möchte zukünftig nicht nur 500, sondern sogar 1000 Bäume pflanzen. Leverkusen hat das ganz ähnlich gesehen und hat am ersten Anlauf nicht so gut geklappt. In Bautzen ist es kein politisches Vorhaben des Stadtrates selbst, aber die Bewohner lobbyen dafür, dass sie auch 1000 Bäume pro Jahr pflanzen möchten. Und auch Leipzig, je nachdem, wo man nachliest, entweder seit 2019 oder seit 2009, möchte gerne 1000 Straßenbäume pro Jahr pflanzen. Also die Stadtverwaltungen und die Behörden und so tun sich durchaus mit Bekundungen hervor, was sie da tun wollen. Das Thema ist irgendwie relevant, das haben sie erkannt und versprechen, dass da was passiert. Und Bürgerinteresse besteht auch. Das kann man sehen, wenn man einfach mal auf Frag den Staat geht. Da bin ich bei weitem nicht der Erste, der die Idee hatte, diese Fragen zu stellen. Hier sind Anfragen an Wittenberge 2016, Leipzig 2070, Altenkirchen 2019, Augsburg 2020, Flensburg 2020, München 2021. Es geht einfach immer weiter. Also passiert. Aus diesem Grund, dass die Stadtverwaltungen interessiert sind, dass die Bürger interessiert sind, ist es in einigen, nicht gerade wenigen Städten auch bereits üblich, dass es einen jährlichen Bericht der Umweltbehörde oder Naturschutzbehörde oder was auch immer an den Stadtrat oder an die städtische Verwaltung oder auch an die jeweilige demokratische Legislative der Stadt gibt, den man dann einfach im Ratshaus-Informationssystem oder so nachlesen kann. Die sind natürlich schwer zu finden, einfacher als Frag den Staat-Anfrage, so habe ich das auch gemacht. Aber in vielen Fällen wird man dann einfach auf die verwiesen. Das ist also auch die demokratischen Vertreter haben die Relevanz verstanden und fragen diese Zahlen nach. Aufgrund dieser ganzen behördlichen Behauptungen, wir werden 1000 Bäume pflanzen, wir werden was auch immer, und auch der offensichtlich politischen Interesse, ist das Ganze auch nicht nur ein Umweltschutzthema, finde ich, wenn man diese Bilanzen nachfragt. Das ist auch eine Frage von behördlichem Handeln und der Nachvollziehbarkeit davon. Wenn ich als Behörde behaupte, wir pflanzen jetzt jedes Jahr 1000 Bäume, dann sollten Leute prüfen können, ob ich 1000 Bäume gepflanzt habe oder nicht. Und was die Sache, finde ich, auch noch interessant macht in diesem ganzen Kontext, wir haben ein relevantes Thema, wir haben ein politisches Thema, wir haben ein Thema mit hohem Öffentlichkeitsinteresse und wir haben ein völlig unkritisches Thema. Also die Frage, ob du irgendwie, wie viele Bäume in deiner Stadt stehen, ist, wer engagiert ist, kann nachzählen gehen. Es gibt keine Möglichkeit, ernsthafte Geheimhaltung zu fordern hier in diesem Kontext. Das Ganze ist sozusagen ohnehin eigentlich schon öffentlich, man wäre bloß die Stelle, die am ehesten informationsfähig ist als entsprechende Behörde. Dazu kommt, dass einige Städte nochmal separat formuliert haben, dass sie das Thema echt verstanden haben und den Klimanotstand ausgerufen haben. Das heißt, auch hier nochmal eine Willensbekundung seitens verschiedener Städte, sich tatsächlich mal zu kümmern. Und weil ich die Grafiken so gerne mag, das sind die Städte, die den Klimanotstand ausgerufen haben. Das ist irgendwie nur so zwischen 2019 und 2022 passiert und dann hat das irgendwie aufgehört. Also zumindest, ich habe nur Wikipedia geguckt, was man nie als Quelle nutzen soll und ich habe es getan. Aber genau, das wären sie. Und hier hervorgehoben sind die, die ich gefragt habe. Also schon einige davon. Und dann kommen wir jetzt zu den Zahlen über Stadtbäume. Genau, ich habe Fragen an ungefähr 170 Städte gestellt. Und ich denke jetzt auch vielleicht ausreichend argumentiert, dass es keine Quatschfrage ist. Und zwar zwischen November 2021 und jetzt im Mai, wo ich gesagt habe, ist praktisch Schluss. Und das sind relativ viele Zahlen. Und deswegen habe ich hier die ganzen einzelnen Zahlen mal hingeworfen, weil es relativ schwierig ist, eine vernünftige Visualisierung für sehr, sehr viele Zahlen zu finden. Ich habe so ein paar Experimente, werde ich im Laufe des Abschnitts jetzt hier machen. Aber wer sich praktisch eine andere Visualisierung zusammenbauen möchte, wer einen anderen Plan hat, wie das eigentlich aussehen sollte oder könnte, findet hier alle Einzelzahlen und kann sich dann entsprechend informieren. Und sonst auch nochmal auf die jeweiligen Quellen gucken. Das sind die ganzen Frag den Staat-Anfragen, die ich da auch nochmal verlinkt habe und hier auch jeweils in den unten genannten Quellen. Zuerst will ich ein paar Einzelstädte angucken, einfach damit wir uns mal so praktisch den Datenkranz, den wir da so praktisch zurückbekommen. Er ist zwar nicht furchtbar komplex, aber trotzdem. Und als erstes fangen wir einfach mit der größten Stadt in Deutschland an. Wir fangen mit Berlin an. Hier oben habe ich immer so ein paar Eckdaten.
Einerseits über die Größe der Stadt und insbesondere auch über die Fläche der Stadt. Das ist ein bisschen klein, ne? Aber Berlin hat knapp 900 Quadratkilometer Fläche bei 3,6 Millionen Menschen, 759.000 Stadtbäume und 432.000 Straßenbäume. Und Berlin hat im Dezember 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Und die Baumbilanz sieht so aus. Grün gepflanzt, rot gefällt, blau die Differenz zwischen beiden. Ist nicht so gut. Das ist eine Negativbilanz über 10 Jahre von 32.000 Bäumen. Das sind also 4,2% in 10 Jahren. Das ist jetzt erstmal nicht so furchtbar viel pro Jahr. 0,5% im Jahr ungefähr. Das heißt, erst in 200 Jahren hätte Berlin keinen einzigen Baum mehr. Aber tatsächlich wird die ganze Sache natürlich nicht problematisch in dem Moment, wo du keinen einzigen Baum mehr hast. Da ist der Zug schon längst abgefahren. Auch bedenken muss man, dass üblicherweise Baumfällungen nicht gleich verteilt über eine gesamte Stadt stattfinden. Und dass die meisten der Vorteile, von denen wir gerade auf den städtischen Websites gelesen haben, relativ lokal sind, so Schattenspenden oder so. Das heißt, wenn du einem Straßenzug oder einem Stadtteil einen Großteil seiner Bäume nimmst, hat das auf die Gesamtbilanz Berlin vielleicht wenig Auswirkungen, für den Straßenzug aber ganz enorme Auswirkungen. So, was wir also sehen, ist, dass es einfach Berlin seit 10 Jahren nicht schafft, so viele Bäume zu pflanzen, wie sie fällen. Und natürlich fällst du alte Bäume. Und du pflanzt junge Bäume. Das heißt, junge Bäume werden für die nächsten 10 Jahre schattenspendentechnisch auch überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Das heißt, nicht nur reduzieren wir den Bestand, wir ergänzen ihn um Bäume, die auch nicht so wirklich hilfreich sind für eine ziemlich lange Zeit. Also die ersten von da ganz hinten sind inzwischen vielleicht nicht mehr nutzlos. Das heißt, wenn wir das weitermachen und irgendwann erkennen, ups, wir haben jetzt tatsächlich ein Problem, 10% des Bestands sind weg und es wird ernsthaft schwierig, dann brauchst du 10, 20 Jahre, nachdem du das Ganze umdrehst, bis es überhaupt Effekt hat. Das heißt, du musst eigentlich 10, 20 Jahre beginnen, bevor du ein Problem hast, sonst ist es zu spät. Das sind so ein bisschen Dinge, die man sich jedes Mal merken muss, wenn man sich diese Bilanzen anguckt, weil die Prozentzahlen nicht immer so furchtbar aussehen, wie sie vielleicht aussehen könnten. Aber es ist halt trotzdem irgendwie ziemlich schwierig. Man kann das Ganze übrigens auch im Bestand visualisieren, weil Berlin auch den tatsächlichen Bestand Jahr für Jahr publiziert. Wenn man das mit 0 an der Achse unten macht, sieht das natürlich nicht so aus. Man kann natürlich ein bisschen mit der Achse spielen, damit man das sehen kann. Da passiert auch was ganz Komisches. Wir haben jetzt gesehen, jedes Jahr negativ. Und hier vorne, ich gehe aus dem Bild, das sollte ich nicht. Aber hier vorne geht das Ding so ein bisschen hoch ab und zu mal. Und manchmal sinkt es kaum. Das hat mit einem ganz spannenden Effekt zu tun, der sogenannten Bestandskorrektur. Gelegentlich geht man mal nochmal zählen und stellt fest, ach, wir haben eigentlich viel mehr Bäume. Überraschung. Das fällt auch nicht mir zum ersten Mal auf. Das hier ist aus einem Taz-Artikel von 2017. Schlechte Nachricht, Jahr für Jahr verliert Berlin tausende Straßenbäume. Die gute, es werden nicht weniger. Da ist viel veraltete Software involviert. Ab und zu findet man einfach nochmal neue Bäume. Ab und zu stellt man fest, dass eigentlich gefällte Bäume doch nicht gefällt wurden. Was auch immer, auf jeden Fall passiert es nicht nur Berlin, sondern relativ vielen Städten, dass sie eine negative Bilanz haben, aber die Menge an Bäumen einfach nicht zu fallen scheint. An und für sich erstmal ein gutes Zeichen, wenn die Menge an Bäumen tatsächlich nicht fällt. Ist halt unklar, ob nicht einfach bestehende Bäume vorher nicht gezählt wurden oder was da sonst ist. Also solange auch in dem Taz-Artikel erwähnt jemand vom BUND, dass solange Baumkataster in Städten nicht wirklich zuverlässig und vollständig und gut geführt sind und regelmäßig aktualisiert werden, die ganze Sache so ein bisschen nutzlos ist, weil man nicht tatsächlich weiß, wie der Stand so ist. An und für sich, wenn man kontinuierlich mehr fällt, als man pflanzt, ist vermutlich nicht gut. Hamburg. Hamburg hat 800.000 Stadtbäume und ungefähr 250.000 Straßenbäume, hatten wir ja vorhin auch schon festgestellt und den Klimanotstand nie ausgerufen. Und die Bilanz sieht so aus. Das ist ein Stück besser als in Berlin. 2011 kurz positiv, in den letzten, von 2010 bis 2020 hat allerdings auch Hamburg 8.000 Bäume verloren, das sind ungefähr 1% in 10 Jahren. Auch hier gilt wieder, dass es relativ wenig prozentual, das ist jetzt tatsächlich, würde ich sagen, eine einigermaßen ausgeglichene Bilanz, aber auch da natürlich, wenn man nicht anfängt zu pflanzen und kontinuierlich eine negative Bilanz fährt, ist das Ganze irgendwann ein Problem. Und auch da ist natürlich wieder, also in Hamburg könnte man jetzt tatsächlich, Berlin auch, natürlich auch sich die Frage stellen, wie ist das von der Verteilung der abgeholzten Bäume, weil wir öffentliche Baumkataster haben. München. München ist die größte Stadt, die nicht weiß, wie viele Stadtbäume sie hat. Aber Straßenbäume weiß sie. Und die Bilanz ist nicht prickelnd. Das ist vermutlich auch
bezogen auf Straßenbäume. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber da München katastermäßig bisher seine Stadtbäume nicht erfasst, dürfte wahrscheinlich auch diese Statistik sich auf Straßenbäume, also auf diese etwa 110.000 Straßenbäume beziehen. Von 2016 bis 2020 sind das 9.000 weniger geworden in 5 Jahren. Genau, das, ja, nicht so gut. Kommen wir zu was Positiverem, kommen wir zu Köln. Köln ist die erste Stadt in der Liste, die größte Stadt in der Liste mit einer positiven Bilanz über den Bilanzzeitraum, den sie mir gegeben haben. 1,5% Zuwachs bei 132.000 Bäumen, 2.000 Bäumen mehr in diesen 7 Jahren sind das, 6 Jahre, die sie mir gegeben haben. Apropos, das sind einfach immer die Zahlen, die sie mir gegeben haben. Also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass Köln nicht spezifisch Zahlen weggelassen hat vor 2015, weil die ganz katastrophal waren. Ich habe aber auch erst ab 2016 gefragt, insofern fair. Und ja, positive Bilanz in Köln. So, es gibt 1 Million Stadt in Deutschland mit einer positiven Bilanz. Eine Stadt, die ich noch zeigen wollte, ist Hannover, weil die einen fantastisch langen Berichtszeitraum hingekriegt haben. Dazu kommt er jetzt auch noch positiv, 5.300 Bäume mehr in 21 Jahren. Ich glaube, da vorne sieht man vielleicht so ein bisschen Stadtverschönerungsmaßnahmen im Kontext der Expo 2000, ist meine Vermutung. Aber ich meine, man nimmt, was man kriegt, scheint funktioniert zu haben. Genau, ansonsten fand ich faszinierend, dass die einfach tatsächlich bis ins Jahr 2000 zurück die Daten liefern können. Das ist die zweitlängste Datenreihe, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich die Folie noch drin habe, aber sonst kann ich, wenn es jemand interessiert, nachher auch noch sagen, wer die längste Datenreihe hatte. Man kann das auch im Stadtbestand sehen. Hannover hat nicht für jedes Jahr Zahlen, die ich im Internet finden konnte, aber man kann tatsächlich sehen, dass der enorme Zuwachs hier passiert ist in dieser Zeit. Also das korreliert ziemlich genau zu den Bilanzzahlen auch in Hannover. Das ist auch ganz cool, dass da anscheinend nicht sehr viel Schmu mit irgendwelchen Katasteraktualisierungen passiert. Lübeck ist extrem positiv, zu meiner persönlichen Überraschung. Lübeck hat mit 18.000 Straßenbäumen eine beeindruckende niedrige Anzahl von Straßenbäumen pro Quadratkilometer. Das liegt wahrscheinlich an einer relativ großen historischen Altstadt, wäre meine Vermutung. Ich habe das jetzt nicht korreliert mit anderen Städten mit großer historischer Altstadt. Aber wenn man so in der Altstadt rumläuft, ist die Alleendichte ja eher gering. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat. Ansonsten ist die Stadtbaumanzahl relativ normal für eine Stadt der Quadratkilometergröße. Ja, und anscheinend passiert was. Anscheinend wird es besser. Wir erinnern uns, dass Kiel sich auf seiner Website sehr sicher ist, dass Bäume extrem wichtig sind und sie sich auch ganz doll um sie kümmern möchten. Eine statistikführende Stelle im Umweltschutzamt für die Informationssammlung darüber wird allerdings nicht vorgehalten. Eine solche Verwendung von Steuermitteln ist unangemessen. Die anderen 100 irgendwas Städte, die in der Lage waren, mir Daten zu geben, müssen sich also von der Landeshauptstadt Schleswig-Holstein anhören müssen, dass sie ihre Steuermittel echt verschwenden. Damit müssen sie ganz dringend aufhören. Genau, die Dekade der Stadtbäume wird in Aachen ausgerufen und das beginnt so mit der schlechtesten Baumbilanz seit langem, seit Berichtszeitraum, den sie für mich hatten. Könnte besser laufen in der Dekade der Straßenbäume. Ja, Klimanotstand übrigens auch. Kiel übrigens auch, das fand ich auch gut, das wusste ich nicht. 16.05.2019 Kiel nochmal bestätigt, dass sie das auch wirklich sehr wichtig finden. Genau, Chemnitz, 1000 neue Bäume pro Jahr. Chemnitz befürchtet mir leider nicht behilflich sein zu können, da die von mir gewünschten Daten nicht statistisch erhoben werden. Das heißt, Chemnitz wird niemals rausfinden, ob sie 500 oder 1000 Bäume pflanzen. Chemnitz weiß nicht, wie viele Bäume Chemnitz pflanzt. Leipzig möchte 1000 neue Straßenbäume pro Jahr. Und Leipzig kriegt auch 1000 neue Straßenbäume pro Jahr, sogar mehr. Beziehungsweise in dem einen Jahr, das hier sind exakt 1000 Bäume 2019. Das Problem ist, Leipzig fällt auch mehr als 1000 Straßenbäume. Insofern ist die Zahl vielleicht gar nicht so hilfreich. Aber sie schaffen das konsequent jedes Jahr auch mehr als 1000 zu pflanzen. Sie fällen bloß noch mehr. Von 2017 bis 2021 ist das eine Bilanz von minus 1259 Bäumen oder 1% der Gesamtstadtbäume in Leipzig. An der Stelle einen herzlichen Dank an Jakob, der leider nicht da ist, der für mich diese Anfrage hat stellen müssen und ich komme später in dem Frag den Startteil dazu, warum das notwendig war und warum ich die nicht selber stellen durfte. So. Jetzt haben wir uns ein paar Städte angeguckt und haben irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür, wie so eine übliche Bilanz aussieht. Sie ist auch tatsächlich deutlich häufiger negativ als positiv. Das war jetzt kein Selection-Bias. Also auch, aber außerdem ist es auch einfach so. Genau, das hatte ich eigentlich alles schon mal, vieles davon habe ich schon gesagt. Es gibt 2058 Städte in Deutschland. In den Städten wohnen 61 Millionen Menschen. Das ist also für 73% der Bevölkerung ist die Stadt ein Zuhause. Auf nur 42% der Fläche des Landes.
und 90 Milliarden Bäume in Deutschland. Genau, das kann man sich, dazu komme ich gleich nochmal zurück. Ich wollte nochmal kurz sagen, aus welchen Städten ich die Stadtbaumzahl jetzt habe. Das sind, hier sind die, wo ich die Straßenbaumanzahl weiß. Im Durchschnitt haben wir 210,3 Straßenbäume pro Quadratkilometer in diesen Städten. Das hier sind die etwas mehr Städte, von denen ich die Stadtbaumanzahl weiß. Und es sind 386,72 Stadtbäume pro Quadratkilometer im Durchschnitt. Man kann das auch so ein bisschen plotten. Das sind jetzt nur die 100 größten Städte. Und sieht, finde ich, das ist jetzt keine Perzentilgeschichte oder sowas, sondern einfach so mal per Gefühl reingemalte Bereiche. Aber ich finde, man sieht so ein bisschen, es gibt so einen Bereich, in dem sich die meisten Städte mit ihren Stadt- und Straßenbäumen aufhalten. Und es gibt Outlier, die deutlich mehr oder deutlich weniger Bäume haben als üblich. Genau, das, man hat also ein bisschen, finde ich, das Gefühl, es gibt in Anführungsstrichen viele relativ übliche Städte, die sich ungefähr verhalten dürften wie andere Städte auch, was Bäume pro Quadratkilometer angeht. Und das führt mich zu der gewagten Behauptung, dass man ja jetzt die Fläche aller Städte und die durchschnittliche Menge an Stadtbäumen der Städte, von denen ich es weiß, nutzen kann, um auszurechnen, dass in den restlichen verbleibenden Städten die Anzahl der Stadtbäume vielleicht bei knapp 60 Millionen liegen könnte. Daher diese Idee, dass es vielleicht in Deutschland 60 Millionen erfasste Stadtbäume geben oder nicht, also Stadtbäume geben könnte, die grob den Qualifikationen für Stadtbäume in den Städten, von denen ich es weiß, entsprechen. Wissenschaftlich ist das, denke ich, nicht, aber es ist vielleicht mal eine Zahl, mit der man arbeiten kann. Was man auch noch machen kann mit den Daten, ist sich diese Städte nehmen, 47, die mit dem etwas dickeren lilanen Punkt hier, von denen ich beides kenne, und sich mal die Verhältnisse plotten. Dann sieht das so aus. Auch hier sieht man mal wieder, es gibt irgendwie so relativ viele, die so bei 2 oder 3 liegen. Also das heißt, es gibt doppelt so viele oder dreimal so viele Bäume, wie es Straßenbäume gibt. Und dann gibt es so ein paar Städte, wo irgendwie die Zahl deutlich kleiner ist. Irgendwie 1,2 als Minimum und 9,8 als Maximum. Das ist Gütersloh. Ich gehe davon aus, dass da irgendwo was kaputt ist. Die Zahlen stimmen wahrscheinlich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du 9,8 mal so viele Stadtbäume hast wie Straßenbäume. Also vielleicht zählt man die Wälder in Gütersloh doch mit. Dann passt vielleicht. Es ist sehr viel. Genau, aber so sehen die Daten aus. Man kann noch eine Spielerei machen. Und zwar hatte ich ja gefragt nach der Menge an Bäumen und Fall- und Pflanzdaten für 2016 bis 2020. Und beides zusammen haben für alle diese Jahre tatsächlich 58 Städte mir auch gegeben. Und das heißt, man kann sich mal die Menge von Bäumen im Jahr 2020 von all diesen Städten zusammenrechnen. Und dann kann man praktisch die Bilanzen ja rückwärts rechnen, um die Gesamtentwicklung über alle diese 58 Städte für diese 5 Jahre zu machen. Die Städte sind ein Zuhause für 14 Millionen Menschen. Das heißt, wir rechnen praktisch die Summe von Bäumen, die in den Städten von 14 Millionen Menschen stehen, und kommen auf diesen Graph, der 2016 4,261 Millionen Bäume hatte und 2020 4,185 Millionen Bäume, also eine Reduktion um 1,76% in 5 Jahren. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die 60 Millionen Bäume, die es vielleicht als Stadtbäume gibt, kommt man in diesen 5 Jahren auf ungefähr 1 Million Bäume weniger in diesen Städten, in allen Städten. Da sind wir jetzt schon sehr im Extrapolationsbereich. Genau. Wenn du aus 60 Millionen Bäumen alle 5 Jahre 1 Million rausnimmst, dann wirst du in 10 oder 15 oder 20 Jahren, das denke ich, schon relativ deutlich merken, dass in deinen Städten weniger Bäume stehen. Und wenn du dann anfängst, was dagegen zu tun, wird das eine Generation brauchen, bis es jemand merkt. Das heißt, angenommen, die Zahlen sind nicht völlig entfernt von Realität, sieht das nicht furchtbar gut aus. Jetzt kommt der Teil, warum sie vielleicht schon völlig entfernt sind von Realität. genau, das ganze Ding hat ja so ein bisschen den Charakter von irgendeinem Tech-Dude, der sich jetzt mal eine Weile mit irgendeinem Thema beschäftigt hat und jetzt irgendwie voll den Expertenvortrag hält. Ich versuche das zu vermeiden, indem ich alle Kritik, die ich an der Sache gehört habe, jetzt aufliste. Jeder einzelne davon ist berechtigt. Und die erste, warum diese Zahlen vielleicht alle Quatsch sind, ist natürlich die Bestandskorrekturen, die natürlich auch korrekt sein können. Also in Wirklichkeit gibt es vielleicht ständig einfach mehr Bäume, als es hätte geben können, wenn man einfach nur die Bilanz durchrechnet. Und es ist alles gar nicht so schlimm, wie es wäre, wenn ich nur mit meiner Bilanz darum spiele. Und dann muss man sich ja gar keine Sorgen machen. Wenn Berlin mehr Bäume fällen kann, als sie pflanzen, und es werden trotzdem mehr Bäume, und es stimmt vielleicht einfach, dann ist ja vielleicht alles gut.
Und es ist halt schwer herauszufinden, ob die Bestandskorrektur tatsächlich einfach nur eine Korrektur der Zahlen ist oder ob da vielleicht, was da sonst noch so passiert. Gutes Beispiel ist die Stadt Stuttgart. Die Stadt Stuttgart hat mir folgende Daten geschickt. Das ist eine negative Bilanz, relativ ausgeglichen bei 150.000 Bäumen, aber jetzt auch nicht. Also man muss auf die Achse achten. Es sind nicht furchtbar viele Bäume plus wie minus, die dort ausgewiesen werden. Das kann an der Baumschutzsatzung liegen, die vielleicht einfach geringe Mengen an Bäumen inkludiert und die meisten kannst du ohne fällen. Weiß man nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall tendenziell negative Bilanz. Hier sind die Zahlen, aus irgendeinem Grund steht da Essen, das ist falsch, Stuttgart. Die Zahlen zum Baumbestand, der irgendwie was bei 80.000 ist, 2010 und inzwischen auf 110.000 gewachsen ist, das lässt sich gefühlt mit einer Bewegung um nahezu null nicht vereinen. So, ich gehe davon aus, dass hier der Bestand überhaupt erst aufgenommen wurde ins Kataster. Aber wissen tue ich es nicht. Essen ist das nächste Beispiel. Hier habe ich nicht viele Zahlen bekommen, aber sie sind sehr negativ. Was man aber von Essen hat, das ist eine Differenz von 1.700 Bäumen in 2 Jahren, ist diese Zahl und es wächst. Es wächst, es wächst, es wächst, es wächst. Ab und zu sinkt es ein ganz kleines bisschen. Aber im Großen und Ganzen sieht das gut aus. Das ist denen auch aufgefallen und sie haben in ihrer Antwort direkt darauf hingewiesen, dass das mit Bestandsverjüngung zu tun hat. Bäume haben nämlich total den krassen Trick, die können sich auch einfach selber pflanzen. Da braucht man überhaupt gar kein Gartenbauamt oder so für. Und ab und zu gehen die wohl rum und stellen fest, dass irgendwelche Bäume jetzt auch groß genug sind, ins Kataster aufgenommen zu werden oder so. Und dann kommen die ja rein. Und darüber argumentiert, wenn ich das richtig verstehe, zumindest die Stadt, dass das ja mit der Bilanz auch gar nicht so, das gar nicht so das Thema. Läuft ja, wie man sieht. Insofern, Bestandskorrektur ist eventuell ein Thema, das man im Blick haben muss. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße kritisiert an meinem Vorgehen den quantitativen Blick. Und da haben sie auch recht. Der quantitative Blick ist halt, dass ich einfach nur auf die Zahlen gucke. Ne? Also wie viel wurde gefällt, wie viel wurde gepflanzt und der Rest ist mir eigentlich egal. Und da sagt, das sieht übrigens bei denen so aus, gar nicht so schlecht. Und da sagen die Folgendes zu, das ist ein bisschen lang, aber ich wollte es in Gänze zitieren. Basically sagen sie einfach nur, ein neuer Baum ist wahrscheinlich eher schlechter als der alte Baum. Das heißt, und nicht alle Baumarten sind gleich gut geeignet für die Stadt und so eine 200 Jahre alte Eiche kann durch 10 frisch gepflanzte Bäume nicht ersetzt werden. Und deswegen muss man eben nicht nur darauf gucken, wie viele Bäume jemand pflanzt, sondern auch, was für welche und was für welche gefällt wurden und so weiter. Das stimmt alles. Ich würde allerdings argumentieren, wenn der quantitative Blick bereits sagt, dass du die ganzen Bäume abholzt, dann ist auf jeden Fall irgendwann auch die 200 Jahre alte Eiche dabei. Insofern ist der quantitative Blick gefühlt eine notwendige Sache. Also es muss quantitativ gut sein, sonst ist es qualitativ auf jeden Fall nicht gut. Wenn es quantitativ gut ist, kann es qualitativ immer noch Mist sein. Das haben die, wie sie hier oben schreiben, ja auch schon hingekriegt. Genau, also sie haben da völlig recht, ist einfach irgendwie nicht Teil dieses Projekts. Wichtiger Kontext speziell für diese Zahlen, die ich gesammelt habe, sind brutale Sommer in den letzten 3 Jahren des Berichtszeitraums, sage ich mal. Dazu hat mir die Stadt Heidelberg, das Forstamt, geschrieben, dass der Sommer 2018 nach dem Sommer 2003 eine Durchschnittstemperatur von 19,3 Grad der zweitwärmste Sommer seit 1881 war. Und die beiden danach waren wohl nicht signifikant besser und außerdem noch furchtbar trocken. Wenn also in diesen Zeiträumen relativ viele Bäume gefällt werden müssen, weil sie einfach nicht überleben, dann ist das vielleicht nicht ausschließlich der Politik der Stadt zuzulasten. Andererseits ist der Klimawandel nicht seit 2018 ein Thema. Und als Stadt kann man natürlich schon seit 20 Jahren versuchen, einen Baumbestand aufzubauen, der ganzen Sache gewachsen ist. Zwei Pans. Und das hat man offensichtlich in sehr vielen Städten nicht getan. Heidelberg ist auch nicht die einzige Stadt, die auf diese Problematik hingewiesen hat. Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit ist bei dieser ganzen Sache irgendwie das größte Thema, weil wenn ich ganz, ganz viele Städte frage, dann frage ich sie natürlich, weil ich die Städte miteinander vergleichen möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann ich das überhaupt legitimerweise? Und die erste Sache, die wir schon so ein bisschen vorhin bei den Baumschutzsatzungen hatten, ist natürlich, dass die Katasterführung in den unterschiedlichen Städten völlig anders ist. Hier sind so ein paar Beispiele, die ich halt gelernt habe, ist zum Beispiel, dass in Bonn lediglich Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume im Kataster neu erfasst werden, während eine Neupflanzung, die keine Ersatzpflanzung für einen gefällten Baum sein muss, einfach nicht ins Kataster kommt. Auch nur Neupflanzungen von anderen Stellen sowieso nicht. Da können wir gar nicht erst hin.
Genau. Ein Stendal muss es irgendwie mit der Straßen- und lediglich im öffentlichen Bereich, die überwiegend aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt wurden. Dasselbe gilt wohl in Wismar. Alle anderen, nein. Genau, Bernau in Berlin hat sich was Cooles überlegt. Das finde ich eigentlich eine sehr clevere Idee. Die warten bei der Erfassung von Neupflanzungen 5 Jahre, weil in den ersten 5 Jahren so ein Baum halt auch oft einfach nicht schafft. Das ist harte Jahre für einen jungen Baum an irgendwie mit seinem geringen Wurzelbestand an der Straße. Und wenn der das dann nicht packt, dann hast du nicht irgendwie eine Neupflanzung, die du kurz darauf wieder aus dem Kataster nehmen musst und so weiter. An und für sich schlau, machen aber alle anderen irgendwie nicht. Und das macht das natürlich mit der Vergleichbarkeit schwierig. Genau, auch hier nochmal Greifswald, die haben anscheinend so viele verschiedene Teile in ihrer Behörden, in ihrer Behördenlandschaft, die sich mit Bäumepflanzen beschäftigen, dass sie da kein gemeinsames Kataster vorhalten möchten. Genau. Was habe ich hier noch? Das Grünflächenamt Dessau-Roßlau dokumentiert ausschließlich Fällungen, keine Pflanzungen. Und dann ist natürlich die Bilanz irgendwie auch nicht mehr wirklich möglich, wenn du nicht weißt, wie viel du nachpflanzt. Man kann, finde ich, ganz gut sehen, dass Vergleichbarkeit eventuell schwierig ist, wenn man sich diese 2 Städte anguckt, die einen ziemlich identischen Baumbestand haben, auch wenn sie fast, also die eine Stadt ist fast doppelt so groß wie die andere, aber beide haben um die 35.000 Bäume. Und Falkensee fällt und pflanzt signifikant mehr Bäume als Lüneburg. Das mag an der Struktur der Stadt liegen, aber man würde denken, dass irgendwie so die Menge an Bäumen, die krank sind und die Menge an Bäumen, die ein Verkehrssicherheitsproblem darstellen oder sowas, vielleicht bei einer Menge an Bäumen ungefähr gleich groß sein könnte. Aber hier ist es nicht so. So. Und man kann halt unmöglich rausfinden, warum gefühlt. Abgesehen davon, dass auch hier wieder 2 Negativbilanzen sind. Und es ist halt irgendwie sehr schwer abzuschätzen, was da los ist. Das heißt, die Vergleichbarkeit zwischen 2 Städten, so ähnlich oder unterschiedlich sie auch scheinen, ist vermutlich eher nicht gegeben. Ob im Aggregat die Zahlen trotzdem interessant sind, denke ich, vom Kontext abhängig. Aber zumindest könnte man denken, kann man eine Stadt selbst ja mit sich selber vergleichen. Ne? Also irgendwie, wenn das irgendwie nach oben oder nach unten geht oder mehr oder weniger wird, dann ist das irgendwie gut. Pustekuchen. Und Grund dafür ist zum Beispiel das Land Sachsen. Für Städte in Sachsen. Alle anderen Städte sind davon nicht betroffen. 2010 hat die CDU und die FDP dort auf Landesebene ein Gesetz beschlossen, das die Bürokratie verringern sollte, nämlich das Gesetz zur Vereinfachung des Landesumweltrechts, auch bekannt als Baumabgesetz, was basically gesagt hat, dass ein Großteil der bisher unter Schutz gestellten Gehölze und Bäume in den Städten nicht mehr unter Schutz gestellt werden können, damit dann halt Leute einfacher Bäume fällen können und so. Das reduziert offensichtlich die Bürokratie. Also technisch tut's das auch, du musst ja keine Genehmigung mehr einholen. Am 3. Februar haben sie dieses 21 haben sie das Gesetz so weit wieder zurückgenommen, dass du als Stadt nun wieder die Möglichkeit hättest, diese Bäume unter Schutz zu stellen, aber du musst nicht. In Bautzen sieht deswegen die Bilanz so aus, man sieht sehr den Unterschied 2010 zu 2011. Da gab es sehr, sehr viele Bäume, die unter Schutz gestellt waren und deren Pflanzung und Fällung deswegen dokumentiert werden musste, versus, naja, halt nicht mehr so viele, deren Pflanzung und Fällung dokumentiert werden musste. Wir erinnern uns, Bautzen möchte pro Jahr 1.000 Bäume pflanzen. Letztes Jahr haben sie dokumentiert 1 Baum gepflanzt. Genau, sie haben 30.238 Bäume. Genau, es geht auch andersrum. Die Lutherstadt Wittenberge hat aufgrund einer Gesetzesänderung jetzt die Option, mehr Bäume im Kataster zu erfassen und wird dies auch tun. Und zwar an Gewässern zweiter Ordnung wird daher so praktisch den Schutzbereich für Bäume vergrößern und dann wird natürlich genau das Gegenteil passieren, was da passiert ist. Aber die Vergleichbarkeit über die Zeit ist dann auch da nicht gegeben. Zuständigkeiten, was wollte ich da erzählen? Ach ja, genau, das hatten wir schon so ein bisschen bei der Antwort verschiedener Städte, die gesagt haben, na, da sind aber ganz viele Behördenbereiche irgendwie involviert, die da was zu tun haben, wir können ihnen da nicht alle möglichen. Das gibt es auch in relativ extrem. Zum Beispiel in der Antwort, die mir die Stadt, das Gartenbauamt Karlsruhe gegeben hat, wir können gerne in den nächsten Tagen die Baumfällung des Gartenbaums der letzten Jahre ermitteln. Die Auskunft ergibt aber weitem kein vollständiges Bild für eine Baumbilanz, da auch andere städtische Ämter Bäume fällen und es über private Baumfällungen keine verlässlichen Angaben. Die Zahlen sind also quasi wertlos. Ich habe dann darum gebeten, mir die quasi wertlosen Zahlen zu geben und sie waren quasi wertlos. Insbesondere hatten sie auch nichts zu Pflanzungen, damit ist mit einer Bilanz natürlich dann auch nichts mehr zu machen. Wo wir schon bei schönen Antworten auf Frag den Staat sind, kommen wir zu mehr schönen Antworten auf Frag den Staat. Genau, was passiert eigentlich, wenn man 170 Städte
grob dieselbe Frage stellt, wie reagieren die so? Wir erinnern uns, dass die Frage ungefähr so aussieht: Wie viele Bäume aufgeschüttet nach Jahren, wie viel gepflanzt, gefällt, und gelegentlich frage ich auch noch, wie viel habt ihr eigentlich so? Das hier war die Aufteilung nach Bundesländern. Und jetzt machen wir erstmal, um so eine grobe Statistik über das Ergebnis von Frag den Staat Anfragen zu bekommen, machen wir das Ganze grau. Das sind also jetzt alle Städte, die ich gerne fragen würde. Und dann wird mir erstmal ganz viel Arbeit gespart, nämlich ganze 3 Städte, weil es einfach schon sehr gute Fragen gab von anderen Leuten, in denen die Zahlen einfach schon drin waren. Und dann konnte ich mir das schenken, zum Beispiel München fragen. Dann haben wir hier die es immer noch nicht geschafft haben, mir zu antworten. Zum 1.5. 4 Stück davon haben es inzwischen geschafft, mir zu antworten. Aber ja, es sind relativ viele, die mit 150 plus Werktagen, glaube ich, inzwischen unterwegs sind und mir noch keine Antwort gegeben haben. Jeden Monat kriegen die von mir eine Mail. Ich gehe nicht davon aus, dass sie mir noch antworten. Also einige vielleicht hier und da, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat man sich da entschieden, dass man da keine Lust zu hat. Das ist ein Fuck-up meinerseits. Bremen ist irgendwie kompliziert. Man versucht, die Stadt Bremen irgendwas zu fragen und dann landet man beim Land Bremen und das Land Bremen versteht die Frage nicht und die Stadt Bremen denkt aber, das Land sei zuständig, und dann habe ich es auch nicht geschafft, Bremerhaven zu fragen, weil da beim Land wären die ja eigentlich auch schon dabei gewesen. Und also wir können Bremen so ein bisschen ignorieren. Es gibt keine guten Daten von Bremen und zumindest in Teilen ist das meine Schuld. In Teilen hat auch Bremen die Anfrage aber auch einfach nicht vernünftig beantwortet gekriegt. Abgelehnt. Man kann fragen, nee, gar nicht, da sind wir noch nicht. Daten nicht vorhanden sind wir. Bei Daten nicht vorhanden, das ist einfach eine sehr valide Antwort, die eine Stadt einem geben kann. Das sind jetzt die dunkelgrauen Teile. Ich sehe, dass die Farbunterschiede extrem gut erkennbar sind. Genau, also manchmal haben Städte diese Daten einfach nicht, sie erfassen diese Daten nicht. Baumschutzsatzungen sind optional in den meisten Ländern und dann antworten sie mir halt einfach, dass sie mir diese Daten nicht geben können, und das ist okay. Bei Informationsfreiheitsanfragen und auch Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz ist es meistens ja auch so, dass du nicht gezwungen bist, die Daten zu erheben, sondern du musst, wenn du sie vorrätig hast, sie herausrücken. Ich würde sagen, in sehr vielen Fällen haben die Ämter sich tatsächlich die Mühe gemacht, sie zu erheben, aber das hätten sie nicht gemusst. Abgelehnt. Jetzt kommt der Teil. Man kann einfach Staatanfragen ablehnen, obwohl man sie potenziell vielleicht beantworten könnte. Und in 2 Fällen hat man das getan. Wir kommen gleich noch zu denen. Wegen Kosten zurückgezogen. Genau, man kann bei Frag den Staat und anderen Informationsfreiheitsanfragen natürlich auch. Also ich habe alle Anfragen über Frag den Staat gemacht, dass ich nicht oft genug empfehlen kann. Es ist fantastisch. Der Werbeblock für Frag den Staat kommt gleich noch mehr. Aber genau, dann kann eine Verwaltung natürlich sagen, uns entstehen aber bei der Ermittlung der Antwort Kosten, und zwar in folgender Höhe. Und dann können die versuchen, die weiterzureichen. Und in all diesen Fällen habe ich dann gesagt, nee, dann ziehe ich meine Anfrage zurück. Teilweise erfolgreich ist noch so eine Möglichkeit. Das sind praktisch die Status, die eine Anfrage bei Frag den Staat haben kann. Teilweise erfolgreich habe ich dann gesetzt, wenn eine Stadt mir irgendwas geben konnte, wie zum Beispiel Karlsruhe, die quasi nutzlosen Feldzahlen des einen Amtes. Manche haben auch nur sagen können, wie viele Bäume sie haben, aber wissen nichts zu Fällungen und Pflanzungen. Aber Mühe hat stattgefunden, ich habe Informationen bekommen. Für die ganze Bilanzsache meistens nicht hilfreich, aber immerhin. Und jetzt kommt tatsächlich der mit Abstand größte Anteil erfolgreicher Anfragen. In den meisten Fällen haben Städte, wenn auch mit viel Erinnern, meine Frage einfach beantwortet mit sinnvollen Daten. Das funktioniert einfach. Was ja auch, wir hatten es diskutiert, denkbar unkritische Daten, wenn sie irgendwie haben, kommen Sie damit sicher durch. 163 Anfragen sind es tatsächlich geworden. Ja, also ein paar musste ich nicht. Dann ist das Bremen-Ding passiert und so. Genau, in der Zeit, 16.11. die letzte Anfrage gestellt, 1.5. beschlossen, dass ich keine weiteren Ergebnisse akzeptiere. 140 waren zu dem Zeitpunkt beendet. 118 davon, das beinhaltet auch die, wir haben die Daten nicht, aber viel Erfolg noch mit Ihrem Projekt. Bei diesen eine Durchschnittsdauer von 46,3 Werktagen und bei einer abgelehnten Anfrage, abgelehnt beinhaltet bei mir auch Kostenandrohungen oder Androhungen, ne? Also die Mitteilung, dass Kosten erhoben worden wären, wären es 30,2 Werktage. Ist auch gar nicht so wenig, um zu sagen nein. Ich wollte einmal Code haben in einer Präsentation im Hackspace, deswegen habe ich einen Screenshot aus dem Source Code von Frag den Staat gemacht. Weil was passiert, wenn man so ein Projekt hat, ist, dass man rausfindet, dass Frag den Staat hat Rate Limiting. Man kann nicht einfach beliebig viele Fragen stellen. Man läuft da so in Rate Limits rein. Zum Beispiel darf man maximal 2 Nachrichten in 5 Minuten schicken, aber das ist nicht alles.
Also erstmal unterscheidet Frag den Staat zwischen Anfragen, das ist die erste Nachricht, die du schickst mit einer tatsächlichen Anfrage, und Nachrichten, da ist oft ziemlich viel hin und her mit der Behörde, insbesondere wenn deine Frage vielleicht nicht so eindeutig ist, und meine Frage ist ja relativ vage, so wie viele Bäume wie gefällt, meinen sie alle, meinen sie private Bäume, was ist überhaupt ihrer Meinung nach ein Baum? Dann gibt es so ein bisschen hin und her und da hast du auch nochmal Rate Limits. Kannst du nicht beliebig viel fragen. Anfragen kannst du 5 in 5 Minuten stellen, 6 in 6 Stunden, 10 am Tag und 20 pro Woche. Bei den Nachrichten gibt es kein Wochenlimit und ansonsten sind die Sachen ähnlich. Da muss irgendwo im Code noch eine zweite Stelle sein, wo der Teil definiert ist. Ich wollte nur ein bisschen Code. Ich wollte mal so ein bisschen blamen. Das sind die Städte, die es bis zum 1.5. nicht geschafft haben, überhaupt zu antworten. Verteilt sich, finde ich, nicht so richtig komplett über Deutschland. Man sieht schon, dass es so Bereiche gibt, wo das vielleicht ein bisschen besser funktioniert mit der Informationsfreiheit oder wo die Städte schneller sagen, nee, mit uns nicht. Und dann dachte ich mir, machen wir so ein bisschen Preise verleihen. Und der erste ist ein Positivpreis. Danach gibt es keine Positivpreise mehr. Wer hat am schnellsten geantwortet? Den dritten Preis erhalten zusammen Rüsselsheim am Main. Das sind die mit diesem Fettdings oder was auch immer das ist, in Hessen, 66.000 Einwohner und Platz 134 der größten Städte Deutschlands, und die Stadt Pinneberg, 43.000 am Platz 244, die jeweils in 3 Werktagen geantwortet haben. Pinneberg ist schwarz-weiß, weil sie geantwortet haben mit, wir haben die Daten nicht, und das ist zwar super, das schnell zu tun, aber nur so mittelhilfreich. Auf Platz 2 mit 2 Wochentagen, Parchim aus Mecklenburg-Vorpommern, was mit 17.600 Einwohnern auf Platz 761 der Städteliste Deutschlands die kleinste Stadt ist, die ich gefragt habe. Dann Neuss. Neuss sind die mit dem sehr komplizierten Wappen mit den beiden Löwen da in NRW. Und Düsseldorf. Düsseldorf ist die 7. Stadt Deutschlands. Alle 3 haben in 2 Werktagen geantwortet, und zwar auch tatsächlich mit Zahlen. Und auf Platz 1 Koblenz, 69. Platz. Berlin, 1. Platz. Der größten Städte Deutschland, und St. Wendel im Saarland, Platz 494. Das ist in schwarz-weiß wieder, weil auch die diese Daten nicht hatten, aber sie konnten mir das innerhalb eines Werktages sagen. Was ich ganz spannend finde an der Statistik ist, dass die größte Stadt dabei ist und die kleinste Stadt dabei ist und dazwischen auch irgendwie so alles. Das heißt, wenn man seine Verwaltung irgendwie grob im Griff hat, dann geht das einfach alles. Und auch gucken, ob man es hat, und antworten, dass man es nicht hat, geht schnell. Also das ist alles keine Frage der Größe oder der Finanzen. Ich gehe davon aus, dass in Parchim oder in St. Wendel jetzt auch nicht die Millionen in die Verwaltung gesteckt werden. Die sind einfach, die können es halt. So. Ich denke, das ist eine interessante Information, dass eine Frag-den-Staat-Anfrage oder generell Informationsfreiheitsanfragen nicht unbedingt bei kleinen Städten, dass die nicht hoffnungslos überfordern müssen. Es kann einfach sein, dass die das einfach können. Wenn wir die schnellste Antwort prämieren, wollen wir natürlich auch gucken, wer am langsamsten geantwortet hat, innerhalb des Zeitraums, das überhaupt geantwortet wurde. Also wir hatten vorhin schon die noch schlechteren Städte, jetzt kommen die hier. Mit 193 Tagen auf Platz 3, das ist Würzburg. Mit 206 Tagen auf Platz 2 Mönchengladbach und mit 249 Tagen am langsamsten innerhalb des Zeitraums Bochum. Inzwischen natürlich alle überholt von den Städten, die seit dem 1.5. noch geantwortet haben, würde ich von ausgehen. Kann sich auch sein, dass ich später gefragt habe. Aufgrund des Rate-Limitings kann man ja nicht alle gleichzeitig fragen. Ehrenpreise gehen an Bremen und Nordhausen, welche in 161 Tagen oder 100 Werktagen, also immerhin noch schneller, aber geantwortet haben, dass sie die Frage nicht beantworten können. Was viel Zeit ist, um festzustellen, dass du auch gar nicht weißt, wie viele Bäume du hast. Als nächstes gibt es Preise dafür, dass du Dinge kompliziert gemacht hast. Weil Behörden sind manchmal gar nicht so richtig krass interessiert daran, diese Fragen zu beantworten. Wollen es vielleicht auch gar nicht so leicht machen. Oder machen es aus Versehen nicht leicht. Oder haben einfach nicht dran gedacht. Ich will da niemandem was unterstellen. Und als erstes gibt es einen Ehrenpreis, der noch nicht auf die ersten 3 kommt. Und das ist Tabellen einfach so fließtextmäßig in so eine Sache reintun. Ist gar nicht so. Das hier die ersten paar bis da, wo 22 steht, das ist praktisch die Header der Tabelle, und dann kommen die einzelnen Spalten untereinander. 2021 ist dann die nächste Spalte. Und, eigentlich möchte ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht, 92, kannst nachkommen, Quelle 92. Es ist nicht selten. Eigentlich möchte ich an der Stelle aber
all den MitarbeiterInnen von Umweltämtern und Verwaltungen und so weiter danken, die genau das Gegenteil gemacht haben. Du kannst nämlich furchtbar viel Mühe machen, irgendwie mit Spaces und allem drum und dran total tolle Tabellen in diese Antworten reinzuformatieren, die einfach super lesbar sind. Und ganz, ganz viele MitarbeiterInnen haben das gemacht. Und das sind eigentlich die Helden der Informationsfreiheit, weil dann kann ich den Quatsch einfach lesen. Total geil. Wedel. Tja, ist jetzt auch gar nicht so unbedingt so, dass es nur Wedel wäre. Es sind viele. Da scheint wenig Verständnis dafür zu bestehen, dass ich diese Daten, die ich angefragt habe, nachher ja auch lesen möchte. Auf Platz 3 mit noch weniger Verständnis dafür, dass ich die Daten vielleicht verstehen könnte, sind furchtbar komplexe PDFs. PDFs sind noch schlechter als irgendwelche E-Mail-Texte, weil man sie schwerlich maschinenlesbar machen kann. In diesem Fall haben wir hier eine PDF, die ich pro Jahr eine bekommen habe, pro Baum eine Zeile. Das ist praktisch einfach ein Auszug aus dem Baumkataster. Laut der Information irgendwo hier, Feldjahr, sind die alle gefällt in irgendeinem Jahr, aber aus Gründen sind bestimmte Rot oder Grün hervorgehoben. Was die rote oder grüne Hervorhebung bedeutet, ist nicht erläutert. Ich hätte jetzt also durch alle diese PDFs gehen müssen, um rauszufinden, welche Jahreszahlen da wie oft vorkommen. Und ich weiß nicht, ob die Hervorhebung etwas bedeutet und ob ich damit... Ich habe die Stadt nicht mit reingenommen, es ist Homburg im Saarland. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es heißen soll. Das ist Platz 3 des Dinge kompliziert machens. Das ist die komplizierteste PDF, die ich hatte. Ich hatte relativ, also 3 oder 4 Städte haben mir ihre Zahlen in PDFs nach Stadtteilen aufgelistet gegeben. Das heißt, du musst dann durch jedes PDF gehen und es rausschreiben und summieren und bist eine halbe Stunde beschäftigt mit einer einzelnen Stadt. Das ist skaliert nicht. Aber immerhin konnte ich es technisch. In diesem Fall weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was die Daten sind. Auf Platz 2, sind noch nicht da, kommen gleich. Die teilen sich 3 verschiedene Städte, und zwar Leipzig, Göttingen und Augsburg. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum Jakob für mich die Anfrage aus Leipzig machen musste. Diese 3 Länder befinden sich alle in Ländern, in denen es nicht vernünftige Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze gibt. In Sachsen tut sich da, glaube ich, gerade was, aber zu dem Zeitpunkt der Anfrage war das alles nicht so. Aber die Städte haben sich gedacht, wir sind cooler als das Land, wir geben uns unsere eigene Informationsfreiheitssatzung, damit es bei uns in der Stadt sehr wohl Informationsfreiheit gibt. Und was die dann tun, ist Folgendes, die schreiben rein, nachfragen dürfen aber nur Leute, die in der Stadt wohnen. Alle anderen, keine Informationsfreiheit für euch. Und deswegen hat dann das Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit der Stadt Augsburg sowie die Stadt Göttingen mir mitteilen können, nee, sie wohnen ja gar nicht bei uns, gar nichts kriegen sie. Dann kann man jemanden finden, wie Jakob, der in Leipzig wohnt, der die Frage dann stellt, und dann kriegt man die Daten auch einfach, weil haben, tun die. Also ich weiß jetzt nicht, ob Augsburg und Göttingen die Zahlen haben, aber auch darüber sagen sie mir auch nichts. Sie sagen mir in erster Linie, dass ich da ja nicht wohne und deswegen geht mich das alles gar nichts an. Das macht Dinge kompliziert, und ich habe dann auch auf einem sozialen Medium, das nicht näher genannt werden möchte, gefragt, ob ich jemanden in Augsburg kenne, aber hat nicht funktioniert. Also falls noch jemand Lust hat, die Städte wären noch offen. Genau, das ist auf Platz 3. Es gibt aber einen unbestrittenen Champion des Dinge kompliziert machens. Und das ist die Stadt Dresden. Hab die Dresdner also auch gefragt, wie ist denn so mit euren Bäumen? Und dann haben die erstmal nichts gesagt. Dann habe ich die erinnert daran, dass sie ja mir nochmal was zu ihren Bäumen sagen wollten. Dann haben sie nichts gesagt, dann habe ich sie erinnert. Und 138 Tage später haben sie dann irgendwie auch mal geantwortet. Und zwar mit diesem Vertrag, wo ich unterschreiben soll, dass wenn ich die Stadtbaumanzahl der Stadt Dresden, die Baumbilanz der Stadt Dresden bekomme, dann darf ich die aber nicht veröffentlichen oder an Dritte weitergeben, weil dann ist das kostenpflichtig und ich muss auch nochmal die Erlaubnis der Stadt Dresden einholen. Die Begründung ist übrigens Urheberrecht. Weil das sind ja deren Zahlen und nicht meine. Fakten kann man nicht Urheberrecht. Egal. So, der Trick ist, glaube ich, dass natürlich irgendwie niemand verrückt genug ist, jetzt irgendwie so einen Vertrag zu unterschreiben mit irgendwelchen Kostenandrohungen, bla bla bla, damit man irgendwie eine Stadtbaumanzahl kriegt. Habe ich natürlich einfach gemacht. Jetzt weiß ich das also. Also ich persönlich weiß jetzt von 2016 bis 2021, wie viele Bäume die Stadt Dresden gefällt hat und wie viele Bäume die Stadt Dresden gepflanzt hat, aber ihr dürft es nicht wissen. Weil das habe ich unterschrieben. Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefragt. Aber dann ist mir was aufgefallen. Euch interessiert ja auch überhaupt nicht im Detail, wie viele Bäume sie gefällt haben und gepflanzt haben. Euch interessiert die Subtraktion der beiden Zahlen. Ne? Und es gibt ja unendlich viele Zahlen, die, wenn man sie voneinander abzieht, dieselbe Zahl ergeben. Das heißt, wenn ich euch das hier zeige, habe ich den Vertrag offensichtlich in keinster Weise gebrochen. Es ist okay. 0,6% negativ. Ist eine okay
Baumbilanz, muss man eigentlich gar nicht verstecken. Rein faktisch, gibt deutlich schlechtere Städte. Das ist Dresden. Dresden macht Dinge gerne kompliziert. Das hier ist auch ein großer Spaß. Kostenandrohungen, die natürlich keine Androhungen sind, sondern lediglich die Kosten, die der Verwaltung entstehen, kann man nichts machen. Ist bei allen außer all den Städten, die geantwortet haben, aber es ist praktisch bei allen Städten so. Fängt auch relativ harmlos an. Das hier ist die Stadt Velbert oder Velbert, ich bin nicht sicher. Velbert in Nordrhein-Westfalen, die 240 Euro für die Zahlen haben wollte. Gab auch kleinere Zahlen, aber auf Platz 3 kommen Sie rein. Das ist für einen Verwaltungsaufwand vielleicht sogar einfach noch, was es kostet, wenn dein IT-System irgendwie schlecht ist oder so. Weiß ich nicht. Ist einfach die dritthöchste Zahl, will ich gar nicht so blamen. Bei 500 Euro häuft es sich so ein bisschen. Das liegt einfach daran, dass sehr viele Informationsfreiheits- oder Umweltinformationsgesetze 500 Euro als Maximum vorlegen. Das heißt, Ahrensburg, Braunschweig, Gera, Bitterfeld, Wolfen und Ilmenau haben wir, ich weiß nicht, ob alle, aber größtenteils vorgerechnet, dass es sie richtig, richtig Kohle kosten würde. Also 800, 900, 1000 irgendwas Euro. Aber die Grenze ist halt bei 500, also 500. Genau, damit landen sie auf Platz 2. Es gibt auch hier wieder einen einfach unangefochten, wunderschönen ersten Platz. Und der geht an Krefeld. Krefeld war ein bisschen wie Dresden. Krefeld habe ich auch gefragt, dann haben die erstmal nicht geantwortet. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, dann haben sie nicht geantwortet. Und so weiter und so fort. Und dann haben sie mir folgendes gesagt: Die geforderten Daten können wir Ihnen leider nicht zur Verfügung stellen. Leider haben wir weder finanzielle, Personalwirtschaft noch technische Kapazitäten, Ihnen die gewünschten Daten zu liefern. Sollten Sie die Daten weiterhin benötigen, muss sich Aufwand über eine Kostenerstattung geltend machen, da eine externe Beauftragung notwendig ist. Die Kosten belaufen sich dann auf einen höheren sechsstelligen Betrag. Das ist viel Geld. Ich habe ja schon bei 20 Euro Nein gesagt. Also genau, muss man auch vielleicht nochmal erwähnen. Es gab Städte, die gesagt haben 20 Euro, was fast schon fair ist. Also wenn ich irgendwie jetzt eine Organisation gewesen wäre, die da irgendwie Medien zu machen will, wäre 20 Euro natürlich völlig in Ordnung. Höherer sechsstelliger Betrag ist vielleicht auch für den Spiegel irgendwann schwierig. Darüber habe ich mich dann auch auf demselbigen sozialen Medium, das nicht genannt werden möchte, amüsiert. Und der Account von Frag den Staat hat mich darauf hingewiesen, dass man in solchen Fällen die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen hinzuziehen könnte. Weil das klingt ja wie Quatsch. Da sollte man vielleicht mal genauer drauf gucken. Und Werbeblock Frag den Staat, die Plattform ist fantastisch, du musst nichts tun. Da gibt es einen Button dafür, die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in den Vorgang reinzuziehen. Du musst gar nichts können. Du kannst einfach da statt einfach die Landesdatenschutzbeauftragte auf den Hals hetzen. Also habe ich das gemacht. Die hat dann danach gefragt und dann hat die Stadt Krefeld nicht geantwortet. Und dann hat sie da nochmal nachgefragt und hat sich bei mir entschuldigt, dass da auch irgendwie nichts passiert, weil die Stadt Krefeld nicht antwortet. Und dann ist wieder nichts passiert. Und dann hat sie mir irgendwann geschrieben, dass sie ja auch, also das ist halt eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz und nicht nach dem Informationsfreiheitsgesetz, und die Befugnis, einen Anspruch auf Beantwortung festzustellen, hat sie beim Umweltinformationsgesetz einfach nicht. Und da Krefeld sich einfach nicht kümmert, kann man da jetzt auch wenig tun. Aber sie hat nochmal telefonisch nachgefragt am 26.04.22 und es wurde mitgeteilt, dass die Daten teilweise in der von mir beantragten Form nicht vorhanden sind. Es hat sich jetzt also geändert, es ist nicht 600.000 oder was auch immer, um da irgendwie ein hoher sechsstelliger Betrag, um die Daten zu holen, die ja dann irgendwie schon vorhanden sein müssen, um sie holen zu gehen, sondern sie sind halt einfach nicht da. Die Stadt Krefeld hat einfach Daten über, wir erinnern uns, wie viele Bäume habt ihr, wie viele Bäume wurden gefällt, wie viele Bäume wurden gepflanzt. Das sind Informationen, die man in der Stadt Krefeld einfach nicht kennt. Das hier ist das Open Data Baumverzeichnis der Stadt Krefeld auf dem Open Data Portal des Landes NRW, das seit 6 Jahren jährlich publiziert wird. Es beinhaltet im Open Data Satz das Pflanzjahr seit 6 Jahren. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, der Landesdatenschutzbeauftragten einfach Quatsch zu erzählen. Aber man kann. Ich kann nicht alle Daten, die ich möchte, aus diesem Datensatz rausholen, weil das einfach jetzt der Datensatz für 2023 ist. Ich kann rausholen, dass die Stadt Krefeld 80.003 Bäume hat und dass das die Menge an gepflanzten Bäumen nach Pflanzjahr ist. Es ist natürlich nicht sicher, ob eventuell in diesen Jahren bereits wieder Bäume fehlen, die in den vorigen Jahren gepflanzt wurden. Aber grob könnte das hinkommen. Und ich würde mich auch mit einem fünfstelligen Betrag zufrieden geben, falls die Stadt Krefeld mir den überweisen möchte. Das ist Krefeld. Das sind, glaube ich, die interessantesten Geschichten aus 170 Städten Frag den Staat. Wir kommen noch mal zu einem kurzen, was könnte man noch tun? Mehr Städte wäre ganz cool.
sind zwar schon irgendwie recht viele, aber irgendwie haben wir ja festgestellt, es gibt über 2000 Städte und dann gibt es ja noch die ganzen Gemeinden und so weiter, die keine Stadt sind. Die haben auch alle Bäume und auch alle Straßen. Das heißt, vermutlich führen sie da auch Verzeichnisse. Das skaliert halt hart nicht, wenn ich das mache. Aber theoretisch lässt sich sowas ja, ne, ausbreiten auf zum Beispiel Leute fragen einfach da, wo sie wohnen oder wo ihre Eltern wohnen oder wo auch immer sie noch interessiert. Und man könnte ja gegebenenfalls die Daten dann irgendwo zusammentragen. Und damit vielleicht auch die Städte etwas motivieren, diesen Datenbestand ernster zu nehmen oder einfach in vernünftiger Form zu publizieren, wie es die Stadt Krefeld ja auch schon fast tut, Fehljahre und halt raus, also praktisch alte Dinge in Open Data setzen zu behalten und zu sagen, der Baum ist nicht mehr da, ist super. Es gibt Städte, die können das. Das ist ein richtig gutes Verfahren, machen aber tatsächlich sehr wenige. Und es gibt leider auch in dem Open Data Portal keine historischen Daten, also kannst du auf den Datenbestand vom letzten Jahr nicht zugreifen. Genau, mehr Städte wäre schön. Man könnte das ganze Projekt wiederholen, so in 5 oder 10 Jahren, um zu gucken, ob das dann mehr Städte hinkriegen, ob sie es besser hinkriegen, wie sich die Daten verändert haben. Natürlich einfach, um die Datensätze für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu haben, um zu gucken, ob die dringend notwendigen Veränderungen nach oben stattfinden. An Versprechen mangelt es ja nicht. Und man könnte ja sagen, die Versprechen sind noch jung, eine Verwaltung bewegt sich langsam. Aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren müsste man es ja dann sehen können. Open Data Kataster bieten die Möglichkeit, die Daten in deutlich mehr Detail anzugucken, von diesem quantitativen Blick wegzukommen, Artenvielfalt, Größe, Alter und Verteilung innerhalb der Stadt zu betrachten. Insbesondere finde ich, die Verteilung ist eine relevante Frage, weil mit dem Klimawandel und der Notwendigkeit von Bäumen in der Stadt ist natürlich die Frage der Verteilung auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Die Stadtteile ohne Bäume wird das Ganze natürlich besonders hart treffen. Und dies zu untersuchen, ob bestimmte reiche Stadtteile sich vielleicht ihre Bäume immer zurückklagen, während andere das nicht tun, wäre sicherlich eine Arbeit, die es wert wäre, getan zu werden. Überhaupt nicht mein Job, aber es könnte so ein bisschen gesetzliche Vorgaben geben darüber, wie solche Daten erfasst und zur Verfügung gestellt werden müssten. Denn jedes dieser offenen Baumkataster, so toll sie sind, sind alle anders. Die Bestandteile darin sind völlig unterschiedlich. Ob zum Beispiel ein Pflanzjahr enthalten ist, ist völlig unterschiedlich. Ob die Größe oder die Art der Bäume oder nur die Location der Bäume erfasst, ist es völlig unterschiedlich, wie, in welchem Format es zur Verfügung gestellt wird. Und das heißt, es braucht, und da gibt es auch schon Websites zu, Leute, die das alles einlesen und so weit wie möglich vereinheitlichen. Da hätte ich jetzt auch, war der Plan eigentlich, einen Link zu einem wunderschönen Projekt zu haben, das das unter anderem tut, kann man aber sonst auch einfach finden. Aber wenn man das einfach irgendwie vielleicht gesetzlich oder zumindest über irgendeine Norm oder sowas regeln würde, es gibt ja sehr viele so Normen im Bereich von Open Data, die dann diese Menschen, die diese Portale betreiben, praktisch aus Eigenantrieb erfüllen wollen, weil das irgendwie schöne Punkte im deutschen Open Data Kataster gibt oder so. Das wäre super, dann wäre das alles einfacher. Und weil es auf keiner Präsentation fehlen darf, die in den letzten Jahren gehalten wird, geht da natürlich auch was mit KI. Man kann einfach Bäume zählen. Die Stadt München macht das auch schon, das ist, glaube ich, die 104 oder 105. Das andere ist einfach dieses Projekt, das ist einfach ein Python-Package, das kann das einfach. Gibst dem Satellitenbilder, zählt das Bäume. Habe ich nicht ausprobiert, aber ich habe Bilder gesehen, das sieht gut aus. Ist ein bisschen die Frage, was man da zählt, weil man natürlich dann die Privatbäume, die Waldbäume, die Stadtbäume, die Straßenbäume, und also das ist ja dann alles, das sind einfach nur noch Bäume, man zählt einfach nur den Baumbestand. Und das heißt, die Daten aus den Katastern der Stadt sind dann im Vergleich relativ nutzlos. Wenn man Location hat, kann man natürlich versuchen, die Bäume zu matchen. Ob das immer hundertprozentig klappt, weiß ich nicht. Aber ja, muss man immer sagen, mit KI-Gänge natürlich auch was. Und das wäre dann mein Talk.